Ja, ist die Inflation doch nicht so transitory? Langsam scheint den Notenbankern ein Licht aufzugehen, dass das wohl doch ein bisschen länger dauern wird. EZB wie auch Fed haben heute interessante Aussagen getätigt, respektive Insider, die sagen, ja, die werden langsam ein bisschen nervös. Und das wollen wir uns im Folgenden mal anschauen. Zunächst hier ein Bericht von Reuters. Die EZB macht sich schon Sorgen um die sogenannte Sticky Inflation und überlegt jetzt diesen Emergency Stimulus, mithin also dieses PEP-Programm erstmal zu stoppen, weil man sich sagt, oh, die Inflation, die könnte auch 2022 schon über dem angestrebten Ziel von 2% liegen. Deswegen einige innerhalb der EZB, die das beenden wollen. Andere, und da könnte man vielleicht an Südländer denken, innerhalb der Eurozone, die sagen, nee, da müssen wir weitermachen. Aber auch innerhalb der Fed gibt es nun immer mehr Aussagen. Da heißt es nämlich in einem Artikel des Wall Street Journal, Fed officials see transitory inflation lasting quite a while. Dann bemerkt Stalingrad und Pursky natürlich gar nicht unzutreffend, dass das ja dann eigentlich nicht mehr transitory ist, oder? Wenn etwas eine Zeit lang dauert, ist es zumindest nicht so völlig vorübergehend, wie uns immer gesagt wurde. Also die Nervosität wächst und sie wächst natürlich mit gutem Grunde. Zunächst mal sehen wir, dass die Market Implied Fed Rates, also praktisch die Erwartungen der Märkte in Sachen Zinsanhebungen jetzt nach oben gehen, deutlich nach oben gehen. Gestern hatten wir ja trotz einer sehr hawkischen Fed einen sehr positiven Tag. 92% des NYSE-Volumes ist reingeflossen in Aktien, die gestiegen sind. Das ist der dritthöchste Wert, der jemals an einem Fed-Entscheidungstag zu verzeichnen war. Die anderen waren am 18. September 2007, damals innerhalb der Finanzkrise, und am 9. August 2011, da eine gewisse Panik aufgrund der Schuldenobergrenze in den USA. Something about Fed soothing bias during crisis. Also irgendwas zieht die Käufer an während einer Krise. Schauen wir mal die Märkte jetzt an wichtigen Marken dazu gleich mehr. Aber kommen wir erstmal jetzt vor allem zu dem Haupttreiber der Inflation. Das sind die Lieferkettenengpässe, sind die Energiepreise. BP, so ein Bericht heute, muss einige Tankstellen schließen, weil die praktisch eben keine Nachschub bekommen haben. Jetzt sagt zum Beispiel die Ukraine, durch die ja das Gas durchgeleitet werden muss von Russland, es sei denn, man kann es jetzt über Nord Stream 2, aber das ist noch nicht so richtig im Betrieb, da sagt man, ja, also wir werden nicht anbieten, dass da mehr Gas durchgeleitet wird, weil Gazprom zum Beispiel einfach nicht mehr Kapazitäten bestellt hat. Also da sieht es momentan nicht so aus, als würde das sofort vorübergehen. Jetzt hat die Citigroup etwa ihre Prognose für Erdgas, für die Erdgaspreise für das nächste Quartal deutlich angehoben, dürften auf 100 Dollar für Million British Thermal steigen. Also da ist man der Auffassung, dass das weitere Preissteigerungen nach sich ziehen wird. Die sind ja wiederum inflationär. Und Italiens Draghi, Mario der Göttliche, hat gesagt, also ohne Intervention durch die Regierungen werden die Preise für Elektrizität bei bis 40% steigen im nächsten Quartal und die Erdgaspreise um 30%. Ja, diese ganzen CO2-Geschichten, die haben langsam inflationären Charakter, könnte man sich vorstellen. Und inflationär auch das, was jetzt die Einkaufsmanager-Indizes klar zeigen, etwa Market PMI heute aus den USA. Die Rate of Cost Inflation ist die zweithöchste, die jemals verzeichnet wurde. Supply Chain Disruptions, Material Shortages, Push Prices and Transportation Costs. Wir hatten ja zum Beispiel in Sachen Transport ja schon die Aussagen von FedEx, dass da die Preise angehoben werden müssen, weil die Kosten für FedEx etwa massiv steigen. Und weiter Market dann zu den Daten aus den USA. Output Charges continue to increase markedly at a pace far outstripping anything seen in the survey's history. Also das hat es noch nie gegeben, dass die Preise so stark gestiegen sind, weil die Firmen jetzt versuchen, eben ihre gestiegenen Kosten an die Konsumenten weiterzugeben. Auch das natürlich inflationär. Und dann kommen noch diese ganzen Lohnanhebungen dazu. Wir werden hier in Deutschland etwa einen heißen Herbst mit Lohnverhandlungen erleben. Und wenn wir bei Deutschland sind, dann auch hier Market zu dem europäischen Einkaufsmanager-Index. Input costs rose at the sharpest rate since September 2000. Also
Seit gut 20 Jahren sind die Preise nicht so stark gestiegen. Kein Wunder also, dass die Notenbanken ein bisschen nervös werden. Apropos Einkaufsmanager-Index, nochmal deutsche Wirtschaft deutlich schlechter als erwartet. Gewerbe schwächer, vor allem Dienstleistung schwächer. Wir sehen jetzt den zweiten Rückgang in Folge, nachdem ja der Boom erstmal vorbei zu sein scheint. Und in Sachen Inflation, da gibt es noch einen Spezi, der Rajib. Der hat jetzt praktisch seine Notenbank gezwungen, die Zinsen zu senken. Und das mit dem interessanten Argument, wie die Notenbank der Türkei heute begründet hat, ja, diese Inflation, die ist ja transitory. Nein, und man macht sich Sorgen um die Kreditvergabe, weil die Kredite natürlich mit hohen Leitzinsen immer teurer werden. Aber interessant ist dieses Argument mit the transitory, also mit vorübergehend. Jetzt schauen wir uns mal an, die Türkei hier, die Inflation ganz vorübergehend. Sehen Sie diese vorübergehende Steigerung jetzt bei 19,25%. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig, dass eine Notenbank da ihre Leitzinsen senkt. Dementsprechend die türkische Lira heute auf ein neues Allzeittief gefallen, zum Dollar wie auch zum Euro. Und ein Kommentator auf Finanzmarktwelt hat, wie ich finde, sehr schön kommentiert, gute Idee von dem Hobbyökonomen Erdogan. Oder hat Erdogan Ökonomie studiert? Wenn dem so wäre, dann wahrscheinlich in der Zimbabwe Development Finance School. Ja, wahrscheinlich hat er da studiert. Anders ist das nicht zu erklären. Zimbabwe, ja, wie Sie wissen, ein Land mit Hyperinflation. Und in Sachen Inflation ist, sagen wir mal, auffällig geworden, ein deutscher Volkswirt, der diesen italienischen Namen trägt, Marcello Fracellino. Und der hat sich jetzt heute bei Twitter beschwert, ja, also die besten WissenschaftlerInnen in der Volkswirtschaftslehre wandern ins angelsächsische Ausland ab, weil dort die Bedingungen besser sind. Ja, will der Marcello jetzt auswandern, wenn das nicht klappt mit dem EZB-Präsidentenjob, den ich ihm ja versprochen habe, den er wahrscheinlich auch bei Olaf Scholz irgendwann bekommen würde. Und vielleicht da eine Meldung, die dazu passt. Hier sind vier gefährliche Straftäter aus der Psychiatrie entflohen. Jetzt fragt man sich unwillkürlich, ja, wer sind denn die drei anderen? Ne? Also das wird sich dann wohl zeigen. Aber kommen wir zu den Märkten, meine Damen und Herren. Wir sehen jetzt sowohl oben der Dow Jones an einer wichtigen Marke, nämlich 100-Tages-Durchschnitt, also gleitender Durchschnitt 100 Tage. Wir sehen die Small Caps auch bei dem 50er DMA, der S&P 500 auch beim 50er DMA, also Moving Average, gleitender Durchschnitt. Sie kennen diese komischen Bezeichnungen. Die Amerikaner achten auf solche Marken. Das kann man nicht oft wiederholen. Und wir sind ja aus diesem Trendkanal rausgefallen, der schon lange besteht. Versuchen uns da jetzt wieder rein zu wursteln. Gleitende Durchschnitte sind der erste große Widerstand und dann eben beim S&P 500 dieser Trendkanal. Mal schauen, ob das gelingt. Das brauchen die Bullen, damit die Party weitergehen kann. Kommen wir nun zu China, kommen wir zu Evergrande. Hier ist die Situation ein bisschen unklar. Man hat noch keine wirklich valide Aussage, wie es denn jetzt ausschaut mit diesen Dollarbonds, die ja heute bedient werden sollen. Dann aber die Meldung heute Morgen, dass Peking verlangt, dass diese Dollaranleihen bedient werden. Das hat die Aktienmärkte, die Futures, die US-Futures und dann die europäischen Indizes nach oben gebracht. Aber viele Lieferanten etc. sagen, also wir haben hier bisher überhaupt keine Nachricht darüber, dass da eine Zahlung erfolgen soll. Jetzt hat übrigens auch Evergrande die Zahlungen gestoppt an Mitarbeiter wie auch an Lieferanten. Also das klingt nach baldiger Bedienung der Schulden, nicht wahr? Peking hat offenkundig in Gesprächen mit anderen Immobilienentwicklern gesagt, ja, also wenn Evergrande eine ungeordnete Pleite hinlegt, dann sollt ihr die Projekte, die Evergrande angefangen hat, auch zu Ende bauen. Damit will man verhindern, dass diejenigen, die schon eine Wohnung gekauft haben, das passiert in China ja über Vorkasse, dass die dann komplett leer ausgehen und Revolution machen. Und das hat die Märkte dann wiederum ein bisschen verunsichert, ob es geht, gell? Man perlt oder man zeigt sich hier pelzig zunächst mal und glaubt, das wird alles kein Problem. Aber ich habe heute in einem Artikel versucht zu zeigen, dass diese Immobilienblase in China durchaus ein Problem ist. Ein Problem, das sich schon lange aufgebaut hat. Paradoxerweise haben die Chinesen ja mit ihrer Immobilienblase auch ein Stück weit Europa und die USA vor der Finanzkrise gerettet, denn man investierte damals ja wahnsinnig viel eben in diesen Immobilienmarkt. Man investierte in die Infrastruktur, Nachfrage nach Rohstoffen etc., Materialien, Maschinen. All das kam dann Schwellenländern zugute, die die Rohstoffe
praktisch den Chinesen geliefert haben. Wir Deutschen zum Beispiel haben dann den Schwellenländern und den Chinesen die Maschinen geliefert und so konnte sich das Ganze wieder schön nach oben ziehen. Aber hier habe ich hier für Sie eine Dokumentation aus dem Jahr 2013, die zeigt, dass damals schon die Dinge extrem krass waren und sie sind noch viel, viel krasser geworden. Evergrande, nur die alleroberste kleine Spitze des Eisbergs. Und wie das Ganze gelöst werden soll, das ist ein großes Rätsel, werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Müssen Sie sich unbedingt anschauen, das Video geht 13 Minuten, das ist ein absoluter Hingucker. Da werden praktische Beispiele gezeigt, da spricht man mit chinesischen Immobilienentwicklern, die sagen, klar ist das eine Blase und das war wie gesagt im Jahr 2013 und das hat sich nochmal nach oben geschraubt ohne Ende. Hier Bloomberg Business Week mit dem Titel China's 300 Billion Real Estate Bomb. Damit meint man die offizielle Verschuldung von Evergrande, die dürfte inoffiziell ein bisschen höher sein. Durch Schattenvehikel etc., da wissen wir ja noch nicht so wahnsinnig viel drüber. Darum geht es zum Beispiel heute in dem anderen Triell, meine Damen und Herren. Heute ab 18.30 Uhr, ich packe Ihnen den Live-Link unter das Video, da müssen Sie unbedingt dabei sein. Da geht es um China, diese Evergrande-Thematik, da geht es um das, was auf die Märkte zukommt, jetzt im vierten Quartal diesen Jahres. Und es geht eben um Inflation, Lieferengpässe und das Ganze, denke ich, wird mit Witz und Humor angereichert sein. Das dürfen Sie nicht verpassen, der Link unter dem Video, genauso wie dieser Artikel, dieses Video über den Immobiliencrash oder die Immobilienblase in China. Wir sehen uns. Ich zähle auf Sie. Dürfen Sie auf gar keinen Fall verpassen. Mir fehlt schon praktisch jetzt, ich bin schon total aufgeregt wegen diesem Boom und Bust. Deswegen kann ich kaum mehr reden. Aber jetzt mache ich Schluss. Sag Servus und Ciao. Wir sehen uns gleich zu Boom und Bust. Der Link, wie gesagt, unter dem Video. Ciao.